Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Projekt, das ihr euch gewünscht habt. Erinnert ihr euch noch an die Umfrage, was euch mehr gefällt? Windows oder macOS, beziehungsweise Android oder iOS? Ich erinnere mich sehr gut daran, denn das Ergebnis hat mich extrem überrascht. Ich hatte eigentlich genau das Gegenteil erwartet, aber das Ergebnis ist eindeutig. Ganze 77% haben sich für Windows und starke 80% für Android entschieden. Damit habt ihr mir das Zeichen gegeben, dass ich euch Windows 11 und Android 12 zeigen soll. Also mache ich das, aber damit nicht genug. Es wird eine Serie mit 6 Folgen, die ich euch gleich nach dem Intro vorstellen werde. Also bleibt dran. Let's go! In diesem Video, also Folge 1, erkläre ich euch mein Vorhaben bzw. das Projekt und packe gemeinsam mit euch das Lenovo Yoga 9i aus. Das ist ein Premium 2-in-1 Intel Evo Convertible. Und genau um die Intel Evo Plattform wird es in Folge 2 gehen. Es ist eine Strategie, die den Kunden sehr zugute kommt. In Folge 3 sehen wir uns Windows 11 und die Neuerungen an. Folge 4 behandelt das Zusammenspiel zwischen Windows 11 und Android 12. Dazu gehört die Your Phone App. In der fünften und vorletzten Folge zeige ich euch, wie die Daten von macOS auf Windows 11 sowie iOS auf Android übertragen werden. Meine aktuellen Geräte sind folgende, das heißt Apple Watch, iPhone, iPad und MacBook. Mit dem Umstieg auf Windows und Android kann und will ich auch das iPad ersetzen, denn das Yoga 9 kann sowohl als Laptop als auch als Tablet genutzt werden und genauso flexibel ist auch das Z Fold 3. Es ist Smartphone und Tablet in einem. Wenn das nicht nachhaltig ist, weiß ich auch nicht. In der letzten Folge gibt es das Review zum Yoga 9 und das Fazit zur starken Intel Evo Plattform. Genug der Vorstellung, packen wir das Yoga 9 aus. Im Lieferumfang enthalten ist das Yoga 9i. Dabei steht das i für den Intel Prozessor. Das Ladegerät und Kabel sowie ein Stift, der sich im Yoga 9i verstauen lässt. Wir sehen das Yoga 9i in der Farbe Shadow Black. Hierbei ist die Besonderheit das Material des Deckels. Der Aluminiumdeckel ist nämlich mit schwarzem Leder bespannt und fühlt sich sehr hochwertig an. Auch die restlichen Materialien sind hochwertig. So besteht es aus Glas und Aluminium. An Anschlüssen gibt es zweimal Thunderbolt 4 USB Type-C, einmal USB-A sowie einmal 3,5 mm Klinke. Auf der anderen Seite gibt es lediglich die Power-Taste. Auf der Rückseite finden wir den Stift bzw. den Slot, in dem er sich befindet. Zugegeben, der Stift fällt klein und schmal aus, um nicht viel Platz im Inneren einnehmen zu müssen. Das kann bei längerer Benutzung negativ auffallen, aber der positive Aspekt ist, dass man ihn immer dabei hat und er nicht verloren gehen kann, da er im Gehäuse verstaut. Die Unterseite ist recht clean gehalten, durchgehender Gummifuß für Grip auf Oberflächen und Schlitze für die Lüftung. Das Display ist ein Dolby Vision 14 Zoll IPS Touchscreen mit einer UHD-Auflösung und einer maximalen Helligkeit von 500 Nit. Die integrierte Grafik ist Intel Iris Xe. Der Prozessor ist ein i7-1185G7, er taktet mit bis zu 3 GHz und gehört zur Intel Evo Plattform. Außerdem sind 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB interner Speicher verbaut. Das Yoga 9i besitzt ein wirklich ausgeklügeltes Scharnier, denn es ermöglicht zum einen die Rotation des Displays, sodass das Yoga 9i als Tablet genutzt werden kann, und zum anderen sind Dolby Atmos Lautsprecher im Scharnier verbaut, sodass der Klang immer nach außen erfolgt, egal als was man das Yoga gerade benutzt. Die Lenovo-Ingenieure haben klasse mitgedacht. Übrigens passt auch der Name Yoga hervorragend zum Produkt. Ganz clever ist auch die Webcam-Abdeckung zum Schutz der Privatsphäre. Doch die Ingenieursleistung hört hier noch nicht auf, denn die komplette Handballenauflage besteht aus einem Stück Glas. Das Touchpad ist ein Glass Sense Touchpad, das ähnlich der MacBooks ein haptisches Feedback gibt und nicht wirklich gedrückt wird. Auch ist ein Fingerprint-Sensor in dieses Glaselement integriert, zum Entsperren mit Windows Hello. Amazons Alexa ist integriert und Windows 11 ist bereits verfügbar. Vielen Dank fürs Zusehen. Weiter geht es mit Folge 2 und der Intel Evo Plattform. Klickt hierzu auf die Karte. Bis gleich.